So, lasst uns jetzt über das Wörtchen reden, das ich in den letzten Wochen gelernt habe. Hygiene. Das auch, Carpi, aber ich meine systemrelevant, oder genau der Begriff systemrelevante Jobs. Carpi, wie definierst du systemrelevante Jobs? Schwierig. Anna. Also alle die jetzt Homeoffice machen können, die sind sicher schon mal nicht systemrelevant. Sehr schöne Analyse, aber trotzdem die Behörden haben die Jobs noch etwas besser definiert. Sie haben nämlich gesagt, es sind Jobs, die vitale Leistungen im Bereich der Grundversorgung erbringen. Wie denkt es jetzt blöd aus für den Gassis? Wer ist der Gassis? Christa Rigassi. Gut. Fun Fact: Der Terminus systemrelevante Jobs ist während der letzten grossen Finanzkrise vor allem auf Banken angewendet worden. Ja? Und beim SRF auf Sven Ebine. Wahrscheinlich. Dort ist das Geld reingesteckt worden. Und wenig später hat man sich die Augen gerieben und gesagt, also wenn Banken systemrelevant sind, ist denn überhaupt unser System relevant? Anscheinend nicht wirklich. Denn wenn wir jetzt hier Corona-Festtage anschauen, haben wir bemerken, dass es anscheinend noch ganz andere Berufe gibt und Fachkräfte, die wirklich systemrelevant sind. Wichtige Leute, die die Kranken pflegen, die den Müll wegbringen, den Linienbus fahren, WC-Rolle ins Regal einräumen oder ja, hier bei uns hinter der Kamera stehen. Ja? Und Spass und Freude in die Hütte bringen in diesen düsteren Zeiten. Können wir das Bild haben von Silvio? Das ist unser Silvio übrigens. Danke für unsere Kamerafrau. Fachkräfte, die komischerweise bis heute viel, viel weniger Anerkennung und vor allem weniger Lohn bekommen als ein Krisenmanager, der, ja, nehmen wir mal an, gerade in Osteuropa ein, zwei Schuhfabriken wegrationalisiert hat und Hunderte von Eierinnen auf die Straße gesetzt hat. Ja, einer von diesen Managern, der zum Morgen Einzelaktionäre frisst und seinen Kindern nicht Sackgeld zahlt, sondern Dividenden. Jetzt nicht übertrieben, Carpi. Warum ist das so? Und wie könnte es denn jetzt weitergehen nach dieser Krise? Das möchte ich gerne mit einem sehr bekannten Märli erläutern. Schaut mal hier hin. Alle Theater im Land sind zu. Alle Theater? Nein! Ein wackeres kleines Theater wehrt sich standhaft gegen den Lockdown. Das Deville Papiertheater. So ist es, das Deville Papiertheater. Ja, eine sehr platte Handlung und äußerst flache Charaktere. Aber ist ja auch nur ein Märli. Carpi, kannst du dir vorstellen, um welches Märli es geht, wenn ich hier darstellen will? Schneewittchen und die sieben Bundesräte. Nein. Alain, Baba und die vier Räuber. Wieso vier? Sind vier? Social Distancing. Ah, okay. Und nein, das meine ich auch nicht. Also ich fühle mich ein bisschen nach Strubel, Peter. Nein, du dich erinnern, es gibt ein heißes Märchen von den Gebrüder Grimm, wo das ganze Land in Schlaf geht, einschläft. Ja? Erinnere dich bitte, natürlich geht es um Dornröschen, oder? Ihr erinnert euch doch sicher, liebe Kind. Das junge Dornröschen, schau, hat in diesem Land gelebt. Oh, eine junge Prinzessin. Oh, 2020, wieder sehr ein knuspriges Jahr für mich. He? Sehr eine schöne Prinzessin gewesen. Aber dann ist die böse Hexe gekommen. Die Hexe Corona. Komm, Mädchen, ich tue dich mal anhusten. Und dann ist Dornröschen, ist in einen tiefen, gesunden Schlaf gefallen. Die Hexe lacht und ist zurück. Und mit dem Dornröschen der ganze Hofstaat. Schau mal, da der Koch. Hallo, hallo, Dornröschen. Ich habe dein Veggie-Menü gekocht. Eingeschlafen. Dann natürlich der Papa vom Dornröschen. Dornröschen, Töchterli, hast du schon mal über die drei Säule nachher eingeschlafen? Ja? Und dann natürlich der Bäcker. Wer hat das Altamura-Brot bestellt? Und auch schon eingeschlafen. Aber dann, irgendwann, wahrscheinlich, der Bundesrat hat gesagt, am 26. April kommt ein junger, wunderschöner Prinz daher mit ruhiger Stimme. Dornröschen, es ist gut, dass du daheim geblieben bist. Aber jetzt tun wir dich langsam wieder mit einem Kuss auffahren. Mit Zunge. Der Prinz Dani Koch vom Königreich BAG. Richtig. Und da ist sie wieder aufgestanden. Ja? Und mit ihr die gesamte Schweiz ist wieder verwacht. Aber das stimmt so nicht. Alle sind in der Schweiz nicht aufgewacht. Das stimmt. Zum Beispiel die Wächter nicht. Ja? Die Wächter, also die Polizei in unserem Stock. Ja? Die Wächter, hier, die Polizei, die ist natürlich wach geblieben und hat richtig aufgepasst. Und wie die aufpassen, schauen wir mal hier an. Sie werden dringend auffordert, Abstand zu halten, Gruppierung zu verlassen, daheim zu gehen. Sie verhalten sich äußerst fahrlässig, übernehmen die Verantwortung und halten sich an die Vorgaben des Bundesrats. Die Geduld, die haben, ja, das ist einfach typisch Schweiz. Ja? Überall sonst die Polizei würde sagen, verpisset euch, ihr Wichser, geht heim, ihr Volltrottel! Wir brechen euren Chihuahuas Knäu!
Das war jetzt ein bisschen, wieder einer zu viel, gewesen, das sage ich gerade. Ja, aber dafür gibt es ja noch die Balkonpolizisten, weißt du, die von oben die Leute bespitzeln, oder wie ich sie nennen, CSI-Balkonien. Richtig, wir reden jetzt immer noch von den systemrelevanten Berufen. Die sind auch in unserem Märchen, Don Rösli, am Arbeiten. Ja, zum Beispiel hier habe ich stellvertretend, schau mal, für Pflegerinnen, Altersbetreuer, ja, Spitalpersonal, oh, Reinigungspersonal und so weiter. Wer gehört noch dazu? Ein Pizzakurier. Oh ja, der Pizzakurier, schau mal, den habe ich da. So, Pizza Schweinekopf. Wer eine Pizza Schweinekopf bestellt, hier im Schlössli. Aber Dominik, wenn ich mir die Auswahl so anschaue, dann habe ich das Gefühl, wenn du ungefähr 4'000 Franken verdienst, dann gehörst du zu den Systemrelevanten. Ja, das klingt jetzt wie ein Witz, ist es aber nicht. Schauen wir doch mal in das Buch hinein, wo alles andere als ein Märchenbuch ist. Es ist das Kamasutra für die Buchhalter. Es ist das einzige Buch, ja, das im Schweizer wichtiger ist als die Bibel. Das ist das Buch, das bei jedem Schweizer gerade unter der Armeewaffe liegt. Richtig, das Schweizer Lohnbuch. Schau mal, Fachfrau Gesundheit, für die knapp 4'400 Franken. Ein Pflegehelfer, knapp 3'900 Franken. Spitalreinigung, 3'600 Franken. 3'600 Franken, krass. Also ist da der Applaus jetzt schon einberechnet oder nicht? Doch, der ist schon drin. Ja. Also der Bruttolohn ist ja der Lohn vor den Steuern und Sozialauslagen. Aber netto ist der Effektivlohn, den du bekommst. Und bravo, das sind die Überstunden, die du in Applaus bezahlt bekommst vom Balkon aus. Ja, sehr schön. Wir sehen also, systemrelevant ist eigentlich nur ein Synonym für Armutsgrenzen. Also ich finde, es ist jetzt eigentlich an der Zeit, auch für die Figuren, für eine Revolution. Systemrelevante aller Länder, vereinigt euch. Ja, das hat ja wirklich stattgefunden. Vor 2 Jahren haben Pflegerinnen und Pfleger mehr Lohn, mehr Lohn, mehr Lohn. Ja, haben sie wirklich eine Volksinitiative lanciert, die ihre Situation hätte verbessern können. Die Eidgenössische Volksinitiative für eine starke Pflege. Und hat der Bundesrat durchgewunken? Also der Bundesrat hat gesagt, es sei jetzt mega wichtig, ja, dass wir alle zusammenhalten. Also hat er es durchgewunken? Nein, der Bundesrat hat gesagt, es ist jetzt wirklich wichtig, dass wir im Bundesrat alle zusammenhalten und die Initiative ablehnen. Ja. Sie haben es also wirklich so richtig abgeschmettert, ohne Gegenvorschlag, so einen richtigen Ruck als Schienbein von all diesen Pflegern halt. Und welche von diesen Figuren ist jetzt der Bundesrat? Von diesen Figuren kenne ich ganz ehrlich. Der Bundesrat sitzt in unserem Theater im Publikum. Er schaut zu, ja. Er applaudiert zwar die ganze Zeit, aber will einfach keinen Eintritt zahlen. Sprich, die Hauptdarsteller in diesem grausamen Corona-Märchen gehen leer aus. Und ihnen bleibt nur die Hoffnung auf bessere Zeiten. Tausend und eine Nachtschicht. So kann man es nennen. Und wenn sie nicht von Überarbeitung gestorben sind, dann hoffen sie noch heute. Vorhang und Applaus in unserem kleinen Theater. Aber irgendwann muss es ja weitergehen. Am 26. April, wir haben es gehört, sollen ja die Massnahmen langsam gelockert werden. Machen wir einen schönen Ausblick. Kapi, wer wecken wir zuerst auf? Der Coiffeur. Das kann ich mir vorstellen. Ja, schaut den Kapi an. Ja. Yes. Der Will, unsere Moderatoren, wurden frisiert von Corona. Finde ich sehr schön. Also ich wecke die Lehrer auf. Ich finde es mega wichtig. Die Lehrer müssen wieder rein. Es ist so wichtig, ich kann es nicht mehr sehen, das Homeschooling. Die Kinder müssen endlich wieder mal etwas Richtiges lernen. Ja, etwas Richtiges. Nicht nur, wie man einem Papi sein Bier mit der Zähne aufmacht und der Mami tut Haar schneiden, sondern etwas Anständiges. Komm, etwas Anständiges mit dem Kind lernen. Sonst landet das Kind noch, und das will ja niemand, in einem systemrelevanten Beruf.